Jetzt nicht. Hey, guck mal, was die hier gemacht ja, haben. Ja, die Mauer ist weg. Das die Mauer schon ist weg. Ja. Hey, sind wir in den 90er Jahren oder was ist los? Also Turbo geht gar nicht, ne, Eidosch? Yes. Dann, wie viel Ampere? 720 auf 720 einstellen und dann drückst du auf Enter und dann testet er die Batterie. Schauen wir, was er sagt. Umtauschen! Ja. 7% gesund. Ja, hier. 7% gesund, 67% aufladen, 12,4 Volt haben wir. Das ist nicht mehr gut. Umtauschen. Hat auch der Kunde bemängelt. Ne? Also der braucht immer sehr lange, wenn er kalt ist. Aber du hast gesehen, geht easy. Ja. Ne? Wenn ich mir so vorstelle, damals habe ich das noch. Komm, ich muss. Alter, das muss ich jetzt auch zeigen hier. Was denn? Das ist unser Batterietester. Damit haben wir damals Batterie getestet, weißt du? Das Ding ist sau schwer. Komm, wir machen das gleich jetzt nochmal. Mit dem? Ja, mal gucken, was der sagt. Weißt du, wie lange ich das schon nicht mehr benutze? So, jetzt bin ich mal gespannt, wie geht das nochmal? Da musst du studiert haben, hier musst du ungefähr sehen. Wir brauchen EN 720. Da ist schon richtig eingestellt. Dort brauchen wir auch das. Okay, das müsste dann so sein. Ich hoffe mal, dass ich das richtig mache und dann gucken wir. Und dann sagt er dir, ob der in Ordnung ist oder nicht. So. Geht der noch an? Batterien. Nicht gut. Tote. So, rot war nicht gut. Also ganz unten war nicht gut. Wenn du das in der Mitte hast, kannst du den noch laden, sagt er. Und oben ist okay. Ach, cool. So war das früher. Das ist Wahnsinn. Kommt hier was raus? Ja, da kannst du noch mal drucken, wenn du willst. Der funktioniert eigentlich noch, aber ja, Deckel ist kaputt. So, das ist noch von meiner Azubi-Zeit. Also wow. Das ist, deswegen schweiße ich sowas nicht weg. Mhm. Kannst du den wieder hin tun? Und wenn ich das jetzt so sehe, ne, von Topdon, kostet, weiß ich, 70 Euro oder was. So ein Gerät hat damals... Nicht wenig gekostet, sicherlich. Ja, bestimmt so 1.000 Mark, ja. 1.500 wenn Mark. Nicht noch mehr. Mehr ja. Sogar bestimmt. Ja. Na, und wenn du das jetzt siehst, wie einfach das Ganze geht, ne? Und wie handlich alles ist. Ja, einfach so, das Ding wiegt gar nichts. Hier, keine Batterie oder so, läuft mit... Also, wenn du die Batterie anschließt und da kommt nichts, dann weißt du auch davon, dass er tot ist. Dann hier, zack, 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 720, zack. Und das geht so schnell. Umtauschen. Ist einfach geil. Guck mal, umtauschen. Ja, also ist schon cool. Also das Ding ist tot, wir haben das jetzt festgestellt. Ja, es ist, ne? Der muss, kriegt ja so eine neue Batterie, TÜV und so weiter und so fort. Ey, das Ding ist geil. Also das, ich mache keine Werbung dafür, ne, Leute. Das ist echt, weil wir das benutzen. Kann ich unten verlinken, falls ihr das wollt, könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Eidosch, ja, wie geht's dir? Gut, ey, danke. Und selbst? Auch gut. Guck mal, was wir hier haben. Oh. Mein neues Winterprojekt. Aha. Ich habe mir ein Golf 6 gegönnt. Als Winterauto. Was ist denn mit deinem Audi? Den habe ich verkauft. Nein, das war ja so. Es ist ein Diesel. Ich fahre ja kaum. Ich fahre ja von hier kurz zum Teilelieferanten und wieder zurück. Eine längere Strecke mache ich ja kaum damit. Ja. Und das ist mir viel zu schade. Weißt du, erstens ist ein 3 Liter Diesel, 300 PS und dann Kurzstrecken. Du machst es mehr oder weniger kaputt. Ne, ja. Es ist, bringt mir nichts. Also deswegen fahre ich ja eigentlich nur Benziner. Mhm. Diesel fahre ich ja gar nicht. Und wenn ich einen Diesel hole, dann heißt das immer, ich fahre in die Türkei. Ja, also wie gesagt, einer hat gefragt, ob ich ein Auto habe. Da habe ich gesagt, ey, ich habe mein Audi A6. Und dann haben wir uns geeinigt und dann hat er es mitgenommen. Und dann hast du den hier bekommen. Dann habe ich den als Anzahlung bekommen. Ah. Genau, ein Golf 6. Das wollte ich ja sagen. Aber gut, dass du mir das schon vorab wegnimmst. Oh, da hat noch ein paar Sachen hier drin. Also, Leute, ich habe den Wagen noch gar nicht angeschaut, aber der ist mir jetzt schon sympathisch.
Motulöl. Ah, hier nochmal Motulöl. Ist ein 1,2er TSI-Motor. 1,2? 1,4er. 1,4er, stimmt, schon sagen, hast du mir irgendwas gesagt. Und dann, wenn du solche Ölbehälter siehst im Auto, kannst du ja davon ausgehen, dass die Öl fressen. Und ja, das machen die auch. Werde ich euch später mal erklären, genau warum Kolbenringe, Ölabschleifring, erzähle ich euch nochmal genau. Dann wird ihr das sowieso verstehen. So, viertürig. Den Wagen habt ihr schon, glaube ich, schon in ein, zwei Videos gesehen. Ich habe den schon länger hier. Aber ich habe den noch gar nicht gefahren. Wir haben auf jeden Fall ein paar Probleme. Motorleuchte brennt, springt schwer an, aber sporadisch. Was ist das? Was ist das denn? Ein Bonbon. Was ist hier passiert? Nee, hat er hier einen Bonbon mitgenommen, Mara. Der Motor ist gelaufen, 177, also sprich 180.000. Und diese Motoren haben sehr viele Probleme. Airosh, nicht nur ein, die haben echt sehr viele Probleme. Echt jetzt? Ja. Ich habe den Wagen als Anzahlung bekommen, also sprich, wir wissen jetzt nicht ganz genau, aber ich sag mal so, um die 1.000, 1.500 Euro habe ich dafür bezahlt, wenn du jetzt so siehst, ne? Okay. Und ganz ehrlich, für einen Golf 6, 1,4er, TSI. TSI, nicht TFS? Nein. Aber es gibt ja auch irgendwie was mit TF, ne? Ja, genau. So, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Probleme, die werden wir uns anschauen. Und dann bin ich mal gespannt, was der alles hat, weil ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht sagen, ich habe den auch noch nicht gefahren. Wir fahren den heute zum ersten Mal zusammen. Oh ja. Da freue ich mich schon. Ich auch. Mal gucken, wie er sich fahren lässt, ob er volle Leistung hat. Weil die haben auch sehr viele Probleme mit dem Turbo. Ist ja Turbo angetrieben, das Ganze. So, ausstattungsmäßig, typisch Golf. Wir haben nichts. Elektrische Fenster haben wir. Ja, genau. Wir haben kein Navi. Das übliche, normale. Das übliche, kein Schiebedach. Gar nichts. Ja, so Standard. Standard. 0815 Golf. Ja, aber da wird sich noch einiges ändern. Also wer mich kennt, weiß ja, worauf ich Wert lege. Was war das denn? Hä? Was war das denn? Oh. Worauf? Worauf? Das hat sich angehört wie worauf. So, was will er denn da jetzt? Das muss ich mir nachher angucken. Worauf? Ja, also, wir haben vier Sitzer. Ist eigentlich sehr sauber. Vier Sitzer oder vier Türer? Vier Türer, habe ich vier Sitzer du gesagt. Du hast vier Sitzer gesagt. Ich dachte, egal, was komm, meint er denn lass da? Es einfach fahren. Mal schauen, was Sache ist. Ich frage mich, wie viele Mängel du finden wirst während der Fahrt. Ja, da bin ich. Ey, wo ist der Schlüssel? Lieber auch. Anne ist ja schon mal gegangen. Anne ist ja schon mal gegangen. Oh, wir haben PDC. Oh. Oh mein Gott, okay. Nimm mich jetzt zurück, der hat doch eine Ausstattung. So, guck mal, PDC. PDC, oder? Funktioniert das? Ja, ich kaufe ein Auto. Ich werde den Wagen auch nicht lange fahren. Früher ist der wieder weg. Mehr kann ich euch jetzt nicht sagen. Wer mich aber auf Insta folgt, hat eigentlich schon gesehen, was für ein neues Auto ich habe. Da? Ey, was schon? Was ist los mit dir? Warum bist du so skeptisch? Was ist denn los? Ich bin doch die Skeptikerin, du weißt. Ja, ja. Ich nehme die Beule aber nicht mit. Oh, der Tank ist dreiviertel voll, ist gut. So. Naja, ziehen tut er. Gar nicht. Gar nicht. Du das ist ja der 1,4er mit 122 PS, ne? Doch, das ist der mit 122 PS, genau. Also ich habe das nicht so mit PS und so im Kopf. Es sei denn, ich mache was damit, dann weiß ich PS. Dann weißt du das, genau. Aber so weiß ich das. Also ich glaube 122 PS und der zieht null. Alter, ich drück voll auf den Pin. Ja, man merkt, der kommt nicht so. Null? Ja, schon gemerkt. Echt? Ist der Turbo kaputt oder was? Oder bin ich jetzt irgendwie ein bisschen verwöhnt? Du bist verwöhnt, das sowieso. Nein, guck mal, zweite Gang, guck mal, ich drück voll durch. Ja, der ist irgendwas, hält ihn davon ab, ne? Ja, aber das ist doch nicht normal. Ja, also. Alter, das ist doch nicht normal. Nee, das ist wirklich nicht normal. Ich war bei knapp 40, hab 5 Sekunden durchgedrückt und ich war keine 45. Ja, was sagst du dazu? Diagnose? Eine Diagnose kann ich dir so sagen, also wenn da jetzt steht zum Beispiel, Ladedruck unterschritten, ist der Turbo platt. Ist der Ladedruck überschritten,
was sehr, sehr oft passiert bei diesen Modellen, kann ich dir auch sagen, was, das will ich jetzt eigentlich vorab hier nichts wegnehmen. Ich habe den Magen jetzt nicht vorher angeschaut. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe den schon angeschaut. Aber ich glaube, der wird stehen überschritten, weil erstmal wir mit der Ladeklappe, also Wastegate, Probleme haben bei dem Modell. Habe ich schon so oft auseinandergebaut, gängig gemacht bei denen. Und das andere Punkt ist bei denen, was auch sehr, sehr oft passiert, Ailush. Wenn die Kette lenkt, ne? Ja. Und halt verlängert wird, die Kette. Ja. Dann haben wir ein folgendes Problem, dass die Einlassventile früher schließen und früher öffnen. Und so, dass der Ladedruck da nicht mehr rein kann. Und deswegen du einen Verlust hast hier. Und so der Ladedruck überschritten ist. Das kann auch sehr möglich sein. Also wir wissen es nicht. Würde der das anzeigen mit einer Diagnose? Ja. Ja. Ja, das können wir ja danach mal anschauen. Aber mal testen. Nee, er hat gesagt, die Motorleuchte brennt immer, sporadisch. Ah, immer wieder mal. Genau, und er hat aber auch gesagt, der Wagen zieht nicht. Aber was wäre denn, wenn jetzt der Turbo von dem kaputt wäre? Ist das so eine schlechte Stinks dann? Ach Quatsch, so ein Turbo für den 1.4er TFSI kriegst du eigentlich sehr günstig. Der zieht nicht. Hey, guck mal, was die hier gemacht haben. Ja, die Mauer ist weg. Das die ich Mauer schon ist weg? Ja. Hey, sind wir in den 90er Jahren oder was ist los? Also Turbo geht gar nicht, ne, Ailush? Ja. Bremsen ist nicht gut, Turbo ist nicht gut. Wir brauchen mal so eine unebene Stelle. Ja, was ich bei Golf 6 geil finde oder allgemein Golf, so, ich sag mal, Golf 5 war jetzt nicht so stabil, aber ich finde Golf 6 für mich einer der besten Autos, die jemals VW gebaut hat. Ehrlich. Okay. Da kann man einfach nichts falsch machen. Ob es ein Diesel ist, Benziner ist. Ja, es gibt natürlich auch Benziner, die Probleme haben. Diesel eher weniger. Aber die können natürlich auch Probleme machen. 1.4er ist gerade auch nicht der beste Motor. Die haben auch Probleme. Fahr geradeaus hier, weil da gibt es sehr viele buckelige Stellen. Wir brauchen einfach nur durch Witten fahren. Das reicht schon. Ja, aber hier geradeaus kommt richtig eine schöne buckelige Stelle. Haben hier 177.000. Ah, Motorleuchte brennt. Hey, Leute, guck mal. Aber der läuft gut, ne? Ja, also dafür, dass der solche Probleme hat mit Motorleuchte brennt und so, finde ich. Ich meine, man kann damit von A nach B fahren. Warte mal, ich mach den mal aus. Gucken, ob er die Motorleuchte löscht. Ne, hat er nicht gelöscht. Ist immer noch da. Aber man kann mit dem Auto noch von A nach B fahren. Das ist ja wenigstens, ne? Noch möglich. Ja, natürlich, klar. Aber ich meine. Ey, guck mal, jetzt zieht der. Echt jetzt? Ja, jetzt ist er voll gezogen. Also Motorleuchte ist an und der zieht besser? Der zieht jetzt auf einmal besser. Hast du das nicht gemerkt? Na, ja, doch, habe ich auf jeden Fall bemerkt. Ja, diese 160 Newton, die er hat. Vom Geräusch her hat man das bemerkt. Genau, hier hoch hast du jetzt. Gut, da kommt auch so ein Luftgeräusch. Merkst du das? Hast du auch gehört, ne? Ja, Luftgeräusch. Okay, was Ladeluftkühler und nicht vielleicht? Haben die überhaupt Nadelluftkühler? Da stimmt was nicht, hörst du das? Ja. So was sagst du zu den Gelenken und so hier, wenn du jetzt so rüberfährst? Ja, ist nicht gut. Ja. Safe. Alles ausgeschlagen. Ja, aber das ist, guck mal, es ist jetzt 14 Jahre alt, das Auto, und ich schätze mal, das sind noch die ersten Gelenke drin. Ja, gut, sind. Dann ist es ja auch okay, glaube ich, wenn, dann darf er das auch haben. Ja. Aber da stimmt was nicht mit dem Luft oder so irgendwas. Ja. Aber der läuft gut. Keine Kettengeräusche. Motorleuchte müssen wir uns anschauen, was Sache ist. Mhm. Wieso zieht er jetzt? Was war das denn? Was waren die Felgen? Hast du mitgenommen irgendwas? Tja. Also wir haben kein Rasseln hier. Das ist das Gute. Was haben die denn da? Fahr da oben hin, dann ist es gut. Ja, das ist ganz schlimm, so jemandem mal Vorfahrt zu gewähren, weißt du? Ich hab doch meine eigene Teststrecke. Warum fahren wir nicht dahin? Wo wolltest du denn? Ja, da, Dings, wo ich immer fahre. Ja, aber das ist doch nicht so gut buckelig wie hier. Guck mal, hier. Da ist die beste buckelige Straße. Wo? Hier an Straße oder was? Nee, oben bei der Schleiermacherstraße. Schleiermacher. Ah ja, ja gut, wir fahren doch da jetzt runter. Golf 6 gibt es hier Vorfahrt. Ist das mal nicht zurück. Ein Polo? Nee, das ist auch ein Golf 6. Das ist der gleiche Wagen. Das auch, okay. Der sah mir so klein aus. Das war wegen der Farbe wahrscheinlich.
Ja, jetzt drückst du auf einmal, ne? Jetzt zieht er. Juhu! Ich bin genauso schnell wie der Fahrradfahrer. Ich finde den aber echt schön. So als Winterauto ist der optimal. Winterauto optimal. Ja. Ne? Also wenn du jetzt vorstellst, 1,5, rechne 1,5. Ne? Dafür ist ein Golf 6, 1,5, hallo? Du kriegst einen Golf 6 für 1,5. Ob er jetzt Probleme hat oder nicht, ob jetzt Verschleißteile kaputt sind. Der kann auch ein Turbo kaputt sein. Der kann sogar die Kette kaputt sein. Selbst dann ist es noch okay? Selbst natürlich. Was kosten die denn so normal? So jetzt einer, der keine Probleme hat, so 3.000, 4.000? Mehr. Also ein 1,4er, Viertürer. Nee, oder? Der Nord, natürlich 5.000, 6.000 auf Glaube jeden Fall. Glaube ich nicht. Doch. Dem Baujahr und so von dem? Ja, mit, auch ich dachte, 100, die sind ja so 3, 4. Knapp so 180.000? Nein. Ist ein Golf 6, also hallo? Ich guck das gleich an und dann sag ich's dir. Ja, guck dir an. Wir haben sogar ein Radio, Eidosch, guckst du? Haben wir Dings, warte mal. Klima haben wir. Wir haben Regensensor, haben wir. Lichtsensor haben wir nicht, aber Regensensor haben wir, glaube ich. Klima haben wir auch. Klima haben wir auch, ja. Willst du noch mal den Druck spüren, ja? Yeah. Der geht gar nicht. Weißt du, ich bin zu oft jetzt mit dem BMW gefahren. Du bist Alter. Verwöhnt. Wenn ich den zweiten Gang drücke, ne? Dann erwartest du mir. Erwarte ich Erfolg schon. Ich drück, da kommt nichts. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Ja. Der Arme wird dann langsamer hier. Ja. Oh, leichtes Stottern? Das war ein Stottern. Oh ja. Ist deine Motorleuchte noch an? Ja, oh, wieder gestottert. Wieder gestottert. Ja, ja, Motorleuchte ist permanent an. Okay. Jetzt bin ich mal, machen wir noch Diagnose? Wollen wir das mal gucken, was der hat? Nee, das machen wir im nächsten Video. Okay. Weil ich muss ja noch weiterarbeiten. Wolltest du jetzt nicht hier reinfahren? Nee, ich wollte noch einmal da eine Runde drehen. Okay. Ich muss ja immer gucken, weil links, rechts in Ordnung ist. Also ich bin echt gespannt, wie er von unten aussieht. Wo wir stimmt, links stimmt, da war er ja auch. Ja, da war er, haben wir gesehen, dass er Öl verliert. Ja. Aber sonst haben wir ja auch nicht kontrolliert. Ach so, gehabt. Wo wir die Lichter getestet haben, war genau. Der auf der Bühne. Hast ja, ja, wir brauchten ja ein Auto, damit ich nicht runterfahre. Ja, hast recht. Ist das normal, dass er so hoch ist? Der ist wirklich sehr hoch. Der ist sehr hoch. Da gibt's doch diesen einen da, ne? Ja. Vom Golf. Wie heißen die? Crossover oder nein, wie heißen nein, die? Nein, die heißen anders. Cross, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist zu hoch. Der ist sehr hoch. Ja, wir wollen ja einen Winterdienst leisten und dann wisst ihr da schon ein bisschen was. Schneepflug. So, Leute, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben. Meint ihr, habe ich was Falsches gemacht, mit den als Anzahlung zu nehmen? Aber ich glaube nicht. Ja, dann werden sie fragen, wie viel hast du für den anderen gekriegt? Ja, damit man also, das so gegenrechnen kann. Ich kann euch nur so viel sagen, der hat mich ungefähr 1.000, 1.500 Euro gekostet. Ja, so viel haben wir berechnet. Aber muss auf jeden Fall viel gemacht werden. Auslesen, der zieht nicht. Ölverlust haben wir gesehen, Gelenke haben wir gespürt. Da bin ich mal gespannt, wenn wir den hochheben. Machen wir nächstes Mal. Aber von unten sah der doch gut aus. Ich habe den ja noch nicht angeschaut komplett. Aber in dem Lichtdingens haben wir doch ein bisschen gesehen gehabt. Da haben wir ja gesehen, dass er Öl verliert. Ich habe den extra nicht angeschaut. Ah, okay. Ich habe gesehen, ja, gut, Öl habe ich gesehen. Sonst nicht. Der stand hier jetzt sehr, sehr lange. Ich habe hier ja schon ein paar Tage. Die Bremsen. Ach, komm, das machen wir beim nächsten Video. Wir haben den jetzt gefahren. Ich fand den sehr schön. Die Fernbedienung funktioniert auch. Okay. Aber wackelt. Aber wackelt. Ist cool. Ey, ich freue mich. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen mit dem machen. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren schreiben, ob was hättet ihr gemacht, wenn ihr so ein Auto hättet? Direkt weiterverkaufen? Nein, Quatsch. Reparieren also, und als Winterauto benutzen? Nee, das werde ich ja sowieso machen. Das wirst du definitiv. Ich habe ja nichts anderes. Also ich habe ja, mein Leasing geht ja bald weg. E39 fahre ich ja nicht im Winter. Mhm. Ne? Der kommt übrigens auch die Tage. Audi ist weg. Ja, ich habe nur den. Na, ich finde das gut als Winterauto, ja. Optimal. Und für mich ist das ja echt so, wenn ich so ein Auto habe. Also ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie die Autos schlecht behandelt. Ne? Also versteht es nicht falsch. Also jedes Auto kriegt Liebe von mir und ich liebe jedes Auto, das ist so. Der wird auf jeden Fall auch sehr viel Liebe von mir bekommen. Aber das ist so ein Auto, den kann man im Winter, ne, also da tut dir nichts weh, wenn du mal eine Kratzer hier reinkommt. Wenn da mal eine Delle reinkommt, weißt du, und das ist für mich wichtig. Mhm. Weißt du, das ist dann halt, ich finde das gut. Aber hier werden wir auf jeden Fall ein paar Sachen einbauen. Und ja, Radio wird so nicht bleiben, Alter. Das kann ich jetzt schon sagen. Da müssen wir mal X-Trons fragen, ob die was Geiles für den haben.
Ansonsten hier eine Delle. Ja, das, also wenn wir den Wagen jetzt genau anschauen, dann werden wir 1000 Stück bestimmen. Aber ich finde es schön. Wie war der so? Bequem gerade? Eidosch? Ja, ist okay. Das ist jetzt kein Dings Hightech hier, ne? Das ist 0815, also ganz normal, aber fährt es doch gut. Ich bin echt gespannt, was für Fehler der hat. Aber ich sag dir, irgendwas mit dem Turbo kann auch Dings sein. Kann auch ein Sensor sein, kann Cut sein. Ich liebe es, wenn du Fehler suchst. Ich auch. Das mag ich auch. Ach, das liebst du, wenn ich suche. Ja, aber ich bin dabei und guck mit, das ist voll schön, das ist wie so ein Rätsel lösen. Ja, gut. Und wir müssen weiterarbeiten, halt uns nicht auf hier. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Leute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftstitut, bis dann und rein. Ciao. Eidosch. Ciao. Danke.